In dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Location hier betreten könnt. Ich habe es seit langem endlich auch mal geschafft, endlich in diese Location zu kommen. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Video auf dem Kanal. Es soll auch relativ schnell gehen. Was alles, was ihr braucht, ist einmal im selben Zielmodus sein wie der andere Bugbot und einmal den Job, den ihr in der Videobeschreibung markieren könnt. Den findet ihr auf jeden Fall dann in der Videobeschreibung und dann markiert euch den. Startet geht's hier online neu und ja, es funktioniert trotz meiner Bug-Version hier, der nennt sich Inside UFO. Danach geht ihr hier auf den Bot, geht auf PlayStation 4 und 5, joint auf den Bot jeweils eurer Plattform. Dann hier geht ihr auf Anavac 1P5, das ist der PlayStation 5 Bot. Der PlayStation 4 Bot ist Anavac 2P4. Könnt ihr auf jeden Fall da joinen. Xbox Bots kenne ich jetzt nicht auswendig. Wie gesagt, dann joint ihr. Jetzt der erste ist halt ein Fail, weil ich halt im anderen Zielmodus war, denke ich mal. Daran wird es, denke ich, liegen. Ich habe hier alles angenommen. Da steht auch so in der Beschreibung des Glitches drinne. Dann kommt hier, die Meldung ist privat, beziehungsweise Lobby ist privat. Das ist nicht schlimm. Der erste Fail ist halt ein Fail. Da fällt man halt unter die Map. Macht euch da keinen Kopf. Lasst euch runterfallen. Ihr werdet dann irgendwann auf der Map wieder spawnen. Und wenn ihr dann gespawnt seid, werdet ihr dann merken, oh ja, das hat nicht geklappt. Das war der Fail. Aber ihr werdet auch jetzt merken, ihr seid im freien Zielen. Das ist aber nicht schlimm. Dann könnt ihr jetzt hier umändern. Geht ihr wieder auf Stuntrennen. Geht wieder auf das Rennen Inside UFO Laboratory. Klickt ihr wieder drauf. Dann joint ihr nochmals den Bot. Dadurch, dass ihr jetzt im selben Zielmodus seid, geht das Ganze ein wenig einfacher. Dann klickt ihr hier drauf. Anavac 1P5. Takt Anavac 1P5. So, wenn ihr den Bot gefunden habt, dann joint ihr ihm erneut nach, beitreten, zack, und dann die erste Meldung annehmen. Danach seid ihr schon im freien Ziel, bekommt ihr kurz Black Screen, Lobby ist privat, bestätigt das Ganze ebenfalls, dann werdet ihr wieder zurück in die Karte gespawnt, dann wohnt ihr unter der Map, dann lauft einfach so ein klein bisschen nach vorne, vorsichtig aber. Nebenbei habe ich die Beliebtheit hier irgendwie geschafft. Oder irgendwann werdet ihr merken, dass ihr einfach runterfallt und willkommen im UFO-Laboratory. In diesem Laboratorium finde ich persönlich, war ich noch nie drin. Habe bis jetzt nur es mal auf YouTube gesehen und auf der Glitch-Seite, wo ich meine Glitches herhole, habe ich das einmal gesehen. Ich finde echt spannend hier unten. Man hat hier so eine Art Operationstische, als würde man hier Aliens sezieren. Finde ich interessant. Gehen wir mal in die erste Tür rechts rein. Da finden wir auf jeden Fall erstmal so ein kleines ein Befehlszentrum, Kommandozentrale. Also als würde man da irgendwas aus dem Weltraum drauf beobachten oder so. Klingt auf jeden Fall entspannend. Man kann auf jeden Fall auch hier alle Bildschirme kaputt schießen. Das habe ich in dem Fall jetzt auch mal gemacht. Hier sind jetzt dann, wenn alle kaputt sind. Und dann gehen wir auch mal weiter. Dann finden wir hier ein Alien-Ei, was auch richtig nice ist. Und wenn wir noch weiter gehen, finden wir noch einen kleinen Laptop, den wir vielleicht mal irgendwann benutzen können. Dann eine Karte, wo halt irgendwas drauf ist, mit einer kleinen Lunchbox und ein paar Büchern. Finde ich sehr detailgetreu gemacht, obwohl man diese Location noch nicht mal betreten kann. Hier haben wir einen kleinen Lagerraum von den ganzen Militärgedöns. Hier sieht man auch gleich noch das Logo von den Basismissionen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt? Avon? Nee. Dieser Bot da, ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommen wir zum interessanteren Teil der Map. Und zwar haben wir hier halt nochmals ebenfalls eine Art Kommandozentrale. Ebenfalls alle Bildschirme zerschossen, so drei Stück. Und jetzt kommen wir hier zu einem, Oppressor MK2, MK3. Was baut Rockstar? Was wird das? Ist halt die gute Frage, was man da genau gebaut wird. Und ja, gucken wir uns weiter um, stellen wir fest, wir können durch diese Tür nicht durch und hier können wir auch nicht durch. Wie gesagt, wir sind dann jetzt auch schon so am Ende der Tour. Hier wird nichts mehr sein. Wenn ihr hier rein wollt, dann, wie gesagt, gönnt euch hier nochmal die Umrisse, wo sich das Ganze unter der Map befinden wird.
ja, wollt ihr das Ganze auch wieder verlassen, könnt ihr dann einfach das Spiel schließen, logischerweise. Aber wollt ihr noch weiter zocken, dann nehmt einfach irgendeine explosive Waffe, legt sie auf den Boden, zündet diese, in meinem Fall Granate, dann explodiert ihr, dann macht ihr den Selbstmord, den Easy Way Out. Und wenn ihr den gemacht habt, dann werdet ihr merken, ihr werdet wieder auf der Map spawnen. Und das Ganze soll es dann auch schon gewesen sein. Und dann bin ich erstmal raus. Euer ZockerWiest91 und ciao.